Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich hier ein Video veröffentlicht mit dem Titel, was ich von meinem neunjährigen Sohn gelernt habe. In diesem Video ging es um die Themen vegane Ernährung, eigene Bedürfnisse, Barfußlaufen, Wiedergeburt und wann das Leben eines Kindes beginnt. Dazu gab es sehr, sehr interessante Kommentare und Links und Buchempfehlungen, eigene Geschichten, Gedanken, Meinungen zu diesen verschiedenen Themen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Einige Zuschauer haben sich auch veranlasst gefühlt, mir persönliche E-Mails zu schreiben, weil sie sagten, sie möchten diese Meinung, diese Gedanken, ihre eigenen Geschichten nicht öffentlich machen. Ich danke euch alle für eure Mails und für die öffentlichen Kommentare, für die ganzen Links und Bücher. Und es gab unter diesem Video einen Kommentar und darin wurde gefragt, ob ich mir auch mal vorstellen kann, ein Q&A, also Fragen und Antworten, für meine Kinder mit meinen Kindern zu machen. Und da habe ich meine Kinder gefragt. Mein Ältester, der 13-Jährige, hat gesagt, ja, warum nicht? Und mein Jüngster, der Silas, der hat gleich selber geantwortet und hat geschrieben, hallo, hier ist Silas. Ja, gern. Also meine Jungs sind auf alle Fälle bereit, Fragen zu beantworten zu unterschiedlichsten Themen. Es gibt ja auch schon Zuschauer hier auf meinem Kanal, die verfolgen mich schon ein paar Jahre und haben sozusagen mich und die Kinder, zumindest das, was ich so öffentlich mache, ein Stück weit mitbegleitet. Als ich 2013 mit YouTube begonnen habe, waren meine Söhne 4 und 8 Jahre alt. Am Anfang habe ich sie gar nicht mit integriert, da ging es eher so um meine Rohkosternährung und Wildkräuter und Fasten. Und nach habe ich dann auch ein bisschen die Kinder integriert, also die Ernährung der Kinder oder auch zum Thema Hochsensibilität etwas gemacht. Also verschiedene Themen, auch Barfußlaufen hatte ich ja schon vor 2, 3 Jahren ein Video veröffentlicht. Also die Kinder kamen immer mehr ein bisschen mit in den Mittelpunkt, nicht ganz in den Mittelpunkt, aber einige Videos, einige Themen streiften eben auch meine Kinder. Und wie gesagt, einige von euch verfolgen ja meinen Kanal schon länger regelmäßig und haben vielleicht auch einige Fragen an die Jungs, an den 9-Jährigen und an den 13-Jährigen. In den letzten Jahren habe ich einige Kommentare bekommen bezüglich meiner Kinder, wie ich sie erziehe, wie sie leben müssen. Es lautete dann immer so ungefähr, die armen Kinder, deine Kinder tun mir so leid, du bist eine Rabenmutter. Oh mein Gott, das ist ein Fall fürs Jugendamt oder eine Kindheit ohne Kinderüberraschung ist doch keine Kindheit. Also es gab da schon einige Kommentare in den letzten Jahren, aber die Mehrzahl der Kommentare ist immer recht neutral, positiv oder auch wohlwollend gegenüber dem, wie ich das mit meinen Kindern praktiziere, beziehungsweise bekomme ich eben oft das Feedback, ich praktiziere das genauso mit meinen Kindern, mit meiner Familie oder ich will diesen Weg auch einschlagen. Danke für deine Inspiration. Ihr habt jetzt also die Möglichkeit, unter diesem Video Fragen zu stellen, entweder an den 9-Jährigen, wenn ihr spezielle Fragen an den Kleinen habt oder spezielle Fragen an den Großen, an den 13-Jährigen oder ihr stellt Fragen für beide zusammen oder ihr stellt auch Fragen, die wir alle drei beantworten, wo ihr von uns allen dreien die Antwort haben möchtet. Schreibt einfach eure Fragen unter dieses Video und es wird dann in den nächsten Wochen oder vielleicht auch erst im März dann das Antwortvideo kommen. Meine Kinder wachsen schon etwas anders auf als die meisten Kinder hier in Deutschland. Das begann schon gleich nach der Geburt. Ich habe meine Kinder über 3 Jahre gestillt und bedürfnisorientiert. Also ich habe mich nicht danach gerichtet, was irgendwelche Ratgeber meinen, sondern ich habe immer dann gestillt, wenn es die Kinder brauchten. Und wenn es alle 2 Stunden war, dann habe ich alle 2 Stunden gestillt. Ich habe auch recht lange Familienbett praktiziert und ich habe meine Kinder das erste Jahr vor allem getragen, fast ausschließlich getragen, auch noch bis zum 3. Lebensjahr, gerade dann auf dem Rücken, erst vorne, dann hinten. Das habe ich immer gern praktiziert, Familienbett, langes Stillen und Tragen. Dazu habe ich auch schon ein Video veröffentlicht, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Ich bin nie so erzogen worden. Weder gab es Familienbett, noch wurde ich lange gestillt. Ich glaube, ich wurde nur 2 Monate gestillt, weil meine Mutter damals nicht genügend Milch hatte. Und damals in den 70er Jahren war es auch so, dass die Hebammen dann eher gesagt haben, na, sie können ja auch künstliche Milch nehmen. Also es wurde gar nicht geschaut, was macht gerade das Problem, dass die Mutter nicht genügend Milch bilden kann. Wo liegt es? Wie kann man die Mutter unterstützen? Sondern es wurde einfach gleich geraten, künstliche Milch, Kuhmilch zuzuführen. Also ich bin auch nur 2 Monate gestillt worden. Ich wurde auch nie getragen. Ich bin ganz normal im Kinderwagen ausgefahren worden. Also ich hatte eine ganz normale Erziehung, wurde ganz normal begleitet, wie viele andere auch. Und trotzdem habe ich mich dann bei meinen eigenen Kindern entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Sei es Familienbett, langes Stillen,
tragen, dann die Ernährung zu optimieren, weg von der Industriekost, selber viel selber zuzubereiten, dann auch beim Kindergarten, bei der Tagesbetreuung und auch bei den Schulen einfach zu schauen, gibt es eine Alternative, wie kann ich einfach auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder schauen und sie darin auch begleiten. Also das durchzieht sich schon durch das Leben der Jungs, mit der Ernährung angefangen, dann haben wir in den letzten Jahren auch ein bisschen optimiert, was die Schlafmöglichkeit angeht. Dann auch im Bad, wir haben ja kein übliches Duschgel, keine normale Zahnpasta. Bei uns ist es alles schon ein bisschen anders und einige Zuschauer von euch haben das ja schon mitbekommen und ihr könnt gern diesen Themenkomplexen, zu diesen verschiedenen Themenkomplexen Fragen stellen oder eben auch andere Fragen, was ihr die Jungs gern fragen möchtet. Ich handhabe das so wie immer, ihr werdet die Jungs hören, aber nicht sehen. Entweder werde ich wieder irgendein Symbol einblenden über die Gesichter oder ich werde einfach Fotos von den Jungs einblenden, wo man sie von Weitem sieht oder von hinten sieht. Das habe ich auch schon so ähnlich praktiziert in dem Vlog, den wir auf Sardinien gedreht haben. Da hatte ich sie auch kurz interviewt und dann einfach, ich glaube, eine Sonne auf ihr Gesicht gepackt, sodass ihr sie nicht sehen könnt, aber ihr könnt sie hören. Ich bin natürlich sehr gespannt, welche Fragen jetzt kommen werden, die wir dann für ein Q&A verwenden. Es gibt auch immer mal wieder Jugendliche, die unter meinen Videos kommentieren und ich möchte euch einen Kommentar von einer 16-Jährigen vorlesen. Manchmal denke ich mir, die armen Kinder, aber meistens denke ich, die haben es echt gut. Es ist sehr seltsam für mich zu sehen, wie sie aufgezogen werden. Ich zum Beispiel bin jetzt 16 und wurde mit Industriekost großgezogen. Aber ich finde es so gut, wie sie leben. Ich könnte mir das persönlich nicht ganz so extrem vorstellen, somit ohne Duschgels, Betten und so weiter und ohne Handy auch nicht. Das muss ja eine krasse Umstellung sein. Aber deine Kinder können echt froh sein, dich zu haben. Würde ich das von klein an kennen, würde ich das akzeptieren. Ich glaube, dass Simon sich noch ändern wird, da er bald 14 wird und das Video schon älter ist. Also sie hatte unter einem älteren Video, ich glaube, das war schon mindestens ein Jahr alt. Ich meine damit, Simon möchte bestimmt ein Handy bald. Er kommt irgendwann mit ungesunden Sachen heim. Wie machst du das dann? Auch mit dem Handy? Klar, bei dir gibt es Ausnahmen und so. Aber so Cola und Haribo und so weiter? Auf jeden Fall nochmals tolle Mutter, aber für mich momentan noch unvorstellbar. Aber ich will mich langsam in die Richtung ändern. Also das war jetzt ein Kommentar von einer 16-Jährigen. Mittlerweile hat sich da auch einiges geändert. Meine Kinder haben auch ein Handy, aber kein Smartphone. Einfach nur ein Handy, wenn sie außer Haus sind, wenn ich außer Haus sind, dass wir uns anrufen können, wenn irgendwas ist. Und mein Ältester hat sich vor einem halben Dreivierteljahr auch mal ein Shampoo gewünscht. Er wollte sich nicht nur mit Lavaerde die Haare waschen und wollte gerne ein Shampoo testen. Da habe ich ihm ein Brennnessel- und ein Lavaerde-Shampoo aus dem Bioladen gekauft. Und die braucht er jetzt noch auf, weil er dann doch wieder mit Lavaerde waschen möchte, weil er so das Gefühl hat, dass seine Haare einfach mit Lavaerde sich besser anfühlen und nicht so schnell nachfetten. Also es gibt schon immer mal so ein paar Anpassungen. Habe ich ja auch in dem Video erzählt, was ich von meinem 9-jährigen Sohn gelernt habe, dass ich nicht zu dogmatisch, zu streng mit der Ernährung bin, dass ich ihre Individualität akzeptiere und dann auch nach ihren Bedürfnissen gemäß einkaufe oder für sie zubereite. Das war es erstmal von mir. Mehr gibt es dann in dem Q&A, also in Fragen und Antworten für meine Jungs, was dann vielleicht Ende Februar, aber auch erst im März dann online geht. Ich freue mich auf eure Fragen für meine Jungs und bin natürlich auch gespannt, wie meine Jungs reagieren. Ich ermuntere sie auch immer bei bestimmten Themen, ruhig ihre Meinung, ihre Gefühle zu sagen. Sie sollen es nicht mir recht machen, mir nach dem Mund reden, sondern ihren eigenen individuellen Weg finden, wirklich das, was sie dazu fühlen. Und sie können auch gerne Kritik äußern oder bestimmte Dinge sagen, die ihnen nicht so gut gefallen, die sie vielleicht verbessert haben möchten. Dafür bin ich auf alle Fälle offen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Silke.